So, hallo Leute. Und zwar jetzt ist es soweit. Ich habe mir ein neues Gewehr geholt von meiner Lieblingswaffenfirma. Mein allererstes Gewehr war Mauser. Dann habe ich den M18 Volksrepetierer gehabt. In 308. Einfach eine geniale Waffe, die also das meinen Ansprüchen genügt. Das heißt, die Waffe muss robust sein, was abkönnen und funktionieren, und das tun die Sachen. Dann war ich auf der Wild- und Hundmesse und da habe ich also gesehen, aha, es gibt was Neues von Mauser. Das war einmal also die sogenannte Feldjagd, eine, sag mal, so ein bisschen Long Range, also auf weite Entfernung Waffe, und die sogenannte Waldjagd. Und ja, ich wollte oder da musste ich unbedingt diese Feldjagd haben, und da liegt sie jetzt. Ich habe die Waffe in 308 genommen, dass ich also auch mal über 200 Meter hinlangen kann und immer noch ein Geschoss habe, was einfach eine gewisse Masse hat, womit also dann Rotwildzaun und so weiter kein Problem sind. Und ich wollte ein Gewehr, wo ich ein bisschen länger hinlangen kann. Und da war das die sogenannte Feldjagd. Einfach mal kurz erklärt, hier oben auch wieder Adapter für den Schalldämpfer, in meinen Augen ganz wichtig, preisgünstige Remington-Montage, die man drauf machen kann, also man ist da nicht wirklich gebunden. Dann die robuste Optik, einfach die robuste Funktionsweise vor allem im 18. Und hier auch ganz für mich wichtig, einmal dieser geflutete Lauf, und hier sieht man es, die Schaftbacke. Für mich als Linksschütze also auch kein Problem. Ich habe also erst gedacht, okay, ich kriege hier ein bisschen Probleme mit dieser Einstellung. Man kann die also hoch und runter machen, also auf sich einstellen direkt, diese Schaftbacke, und kann also dann da sehr, sehr schnell in Anschlag gehen und mit schießen. Hinten, wie bei den anderen Mausern auch, Stauraum für so jagdliche Utensilien. Da wird jetzt nicht mehr allzu viel reingehen, einfach eine Reinigungsschnur, solche Sachen, aber ja, das passt. Und wer mich kennt, ich werde jetzt dieses Gewehr für meine Bedürfnisse umrüsten, das heißt, es kommt eine Montage rauf, eine Optik und ein Schalli, und dann geht dieses nette Teil in den jagdlichen Einsatz, und da freue ich mich also absolut schon drauf. Also wirklich super gemacht, und was man jetzt hier zum Beispiel auf den Linksschützen, also dieser Knopf hier, der stört mich also wenig. Ich muss mal schauen, vielleicht kann man das Ganze noch umbauen, das geht meine ich auch irgendwie, da müsste ich hier auf der anderen Seite noch ein Loch reinhauen, aber eigentlich passt die ganze Sache. Ja, und da legen wir jetzt los und werden dieses nette Gewehr Mauser Feldjagd 308 montieren, aufbauen, und dann geht das Ding in den jagdlichen Einsatz. Und dadurch, dass der mein alter M18 auch so gut hergehalten hat, denke ich mal, mache ich mir hier auch keine Sorgen. So ein bisschen, ja, so eine Art Scharfschützen-Long-Range-Version vom Mauser. Der Feldjagd.
werde ich also einfach diese Remington-Montage montieren. Das ist also bei diesen, ich sag mal, bei den Waffen jetzt wirklich eine echt einfache Geschichte. Da braucht man niemanden für und nichts. Ich habe wie immer, und das hat einfach den Grund, dass ich da also auch mit Vorsatz jage, meine Recknagelmontage, und zwar die extra lange. Also weil dieses Ding sich einfach bei meinem alten M18 schon bewährt hat. Darauf kommt jetzt neu. So, müsste einigermaßen gerade sein. Mein Minox, das ist das ZB5, also militärisches Glas, warum und so weiter, gibt es auch nochmal ein extra Video. Dann hier die Eratec-Ringe, haben sich auch absolut bewährt, haben zwar ihr Gewicht, die Teile, aber es ist einfach so, dass die richtig was abkönnen, genauso wie die Schiene. Und das war mir also wichtig. Ja, das ist also einmal die Optik. ZB5, ganz massives, kräftiges, starkes, stabiles Glas. Ganz stabile, kräftige Ringe und meine Eratec-Ringe und meine Eratec-Schiene. Warum haben die Sachen, nur ganz kurz, um das Ganze ein bisschen zu erläutern. Ich gehe mit meinen Gewehren nicht gerade pfleglich um, das heißt, die werden mal angeschlagen, da und da und so fort. Und ich habe keinen Bock, da bloß weil mir das Gewehr mal irgendwie ein bisschen umkippt, da sofort wieder einen Probeschuss zu machen. Ich habe die Sachen ausprobiert, der Schuss, also die Montage hat einfach gehalten und das war mir wichtig. Die Sachen sind nicht zierlich, die haben ihr Gewicht, aber sie funktionieren. So, jetzt werden wir die einfach mal ganz schnell hier montieren. So, gestern waren wir beim Einschießen, das Teil funzt, Steuerkreis, vielleicht so, auf 100 Meter, habe ich auf 100 Meter Fleck erstmal eingeschossen, das müsste jetzt für mein nächstes jagdliches Projekt erstmal reichen. Und jetzt heißt es natürlich üben, üben, üben erstmal noch. Ich habe da ja, gut 25 Schuss rausgehauen, dass man erstmal ein Gefühl kriegt. Und ja, macht Spaß. Fangen wir kurz an. Mauser M18 Feldjagd, 5 Schuss. 30-06 Minox ZP5. Optik, Montage, wie immer bei mir, von Recknagel, extra lange Schiene. Dass man also praktisch bei Bedarf die Optik so verschieben kann oder so montieren kann, wie ich sie brauche. Egal ob Vorsatz, Nachsatz.
und so weiter, was halt dann dementsprechend, was man dann halt für Genehmigung hat. Habe mir hier einen ganz einfachen Yaki Schalldämpfer geholt, der reicht für meine Zwecke. Kostet 350 Euro oder so. Ja, fertig ist sie. Eingeschossen ist sie auch. Und ja, werde heute Abend wahrscheinlich nochmal auf den Schießstand gehen, um einfach ein bisschen mehr noch ein Gefühl für die Waffe zu entwickeln. Wobei die Umstellung von meinem alten M18 auf den hier war gleich null. Hat also alles gepasst, aber ja, einfach jetzt üben, üben, üben. Und dann kommt das Teil zum Einsatz. Ja, ZP5 Minox, Recknagelmontage, extra lange Schiene, super Basis, Morsa M18, Feldjagd und einen schönen kleinen Yaki Schalldämpfer. Ja, das war's, mein Vorstellungsvideo Feldjagd, Morsa, und dann geht's jetzt los.